Hallo. Sicher seid ihr auch in sozialen Netzwerken aktiv, schreibt E-Mails, shoppt bei Amazon, eBay und Co. und macht Online-Banking. Heute ist es üblich, dass man sich bei den verschiedensten Anbietern im Internet ein Konto oder Account anlegt und diesen durch ein Passwort schützt. Ja, ich werde jetzt in kürzester Zeit dein Passwort knacken, denn so schwierig kann das ja nicht sein. Und dann kann ich auf deine Kosten einkaufen. Das wird eine feine Katastrophe. Vorsicht! Wenn jemand dein Passwort herausbekommt, kann er in deinem Namen einkaufen, Mails schreiben und im schlimmsten Fall sogar dein Bankkonto leerräumen. Im Mai 2014 ist es Hackern gelungen, bei einem großen Internet-Auktionshaus Daten von 145 Millionen Nutzern zu stehlen. Damit dir so etwas nicht passiert, sollte dein Passwort möglichst kompliziert und lang sein. Und natürlich musst du es dir auch gut merken. Ein kompliziertes Passwort? Dass ich nicht lache. Sicher, hast du den Namen eines guten Freundes, deiner Eltern oder eines Haustiers verwendet? Das finde ich sofort heraus. Um dies zu verhindern, sollte dein Passwort ein paar Anforderungen erfüllen. Es sollte nicht nur lang sein, sondern auch aus Sonderzeichen und Zahlen bestehen. Sonderzeichen sind alle Satzzeichen oder auch Klammern und andere Symbole. Auch das ist gar kein Problem für mich. Ich kann mit ganz speziellen Programmen, die vollautomatisch ganze Wörterbücher und Zeichenkombinationen ausprobieren, jedes Passwort herausbekommen. Aus diesem Grund sollte dein Passwort am besten gar nicht in einem Wörterbuch vorkommen und auch nicht aus Zahlenreihen oder gängigen Tastaturmustern bestehen und sollte auch Groß- und Kleinbuchstaben beinhalten. Auch solltest du keine Umlaute benutzen, da es diese auf ausländischen Tastaturen oft nicht gibt. Um ein wirklich sicheres Passwort zu bekommen, ist es am besten, sich einen Satz auszudenken, wie zum Beispiel: Mein 100% sicheres Passwort kann niemand knacken. Wenn du nun immer die ersten Buchstaben und die Sonderzeichen nimmst, entsteht das Passwort. So hast du nicht nur sichergestellt, dass das Passwort nicht im Wörterbuch vorkommt und außerdem auch noch kleine und große Buchstaben bzw. Sonderzeichen hat, sondern kannst es dir auch noch gut merken. Sicher hast du ein bekanntes Zitat als Satz verwendet oder dein Passwort irgendwo aufgeschrieben. Und wenn ich das rausbekommen habe, kann ich alle deine Accounts benutzen. Vorsicht! Du darfst auf keinen Fall nur ein Passwort für alle Zugänge verwenden. Denn wenn ein Account gehackt wird, kann der Angreifer sonst auch alle anderen Konten nutzen. Notiere dir die Passwörter nie, um sie dann an den Bildschirm zu kleben oder gar unverschlüsselt auf dem PC abzulegen. Wenn du so viele Passwörter hast, dass du sie dir nicht merken kannst, schreibe sie auf ein Papier, das du verschlossen hältst, oder verwende Passwortverwaltungsprogramme wie KeePass. Nun, dann frage ich eben einfach deine Freunde. Die wissen bestimmt deine Zugangsdaten. Und manchmal hast du sicher auch vergessen, dich auszuloggen. Oh, verdammt. Lass mich in Ruhe. Nein. Wenn du darauf achtest, deine Daten nie an Dritte weiterzugeben und die Regeln beachtest, die wir eben besprochen haben, ist dein Passwort gut geschützt. Außerdem solltest du deinen Bildschirmschoner mit einem Kennwort sichern. Wenn du einige Zeit inaktiv bist, sperrt sich dein PC automatisch und Unbefugte können nicht an deinen PC. Tschüss und bis bald.